Ulrich, kannst du mir ein paar Begriffe aus deiner Arbeit erklären? Wie ist es denn mit W wie Wertschätzung? Wertschätzung ist eine weitere Säule unserer Arbeit. Die Menschen, mit denen wir arbeiten, die verdienen, wertgeschätzt zu werden. Und wir erleben auch, dass häufig Menschen keine Wertschätzung bekommen, dass Kinder und Jugendliche im Elternhaus wenig Wertschätzung erfahren, dass wenig Menschen da sind, die die Hand auf die Schulter legen und sagen, hey, das hast du gut gemacht. Wenn ich mit männlichen Jugendlichen arbeite und frage, wann hat dein Papa das letzte Mal gesagt, hey Junge, ich bin stolz auf dich, dann kriegen viele Jungs einfach Tränen in die Augen und sagen, noch nie. Und wenn ich das Erwachsene frage, ist es ähnlich. Also, Wertschätzung erfahren ist das, was uns eben auch trägt. Insofern ist es auch unsere Aufgabe, Menschen für das, was sie tun, für das, was sie leisten, für das, was sie eben auch Gutes produzieren, einfach auch eine Wertschätzung entgegenzubringen. Und wir arbeiten mit dem negativen Verhalten, aber ganz wichtig ist auch die positive Bestärkung. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der Aufmerksamkeit bekommt und er haben möchte durch negatives Verhalten und plötzlich kriegt er bei uns die Aufmerksamkeit durch positives Verhalten. Wir begrenzen das Negative und sagen, hey, an der Stelle hast du es gut gemacht und du warst am Anfang unpünktlich. Und jetzt beim dritten Mal bist du schon pünktlich und zwar dreimal hintereinander. Das ist cool. Du bist richtig cool, du schaffst richtig viel. Wenn du willst, du kannst das total geil machen. Ich bin stolz auf dich. Ich bin richtig stolz auf dich. Super, bist auf einem guten Weg. Ich begleite dich gerne weiter. Also Wertschätzung ist das, was uns aber auch trägt, bei Kindern und Jugendlichen genauso. Ja, und ich habe vor kurzem einen Satz gehört in einer Fortbildung, wo jemand sagt, den Schwaben sagen wir, nicht gejammert, nicht geschimpft, ist genug gelobt. Und das sehe ich eben anders. Ja, und auch wenn ich im Job bin und bekomme natürlich mein Geld, dann ist das sicher ein Zeichen von Wertschätzung, wenn es ausreichend Geld ist für die Tätigkeit, die ich tue. Aber trotzdem, es kostet nichts, zwischendurch mal zu sagen, hey, hast du gut gemacht. Ich freue mich, dass du da bist. Das kostet nichts. Und es hat so eine grandiose Wirkung. Insofern, wir bei uns im Team und gerne auch außen achten immer wieder darauf, dass Wertschätzung an der Tagesordnung sein darf. Und manchmal gibt es eine Jammerkultur, aber es darf auch eine Lobkultur geben in einer Einrichtung, in einem Unternehmen. Und wir helfen, dass eine Lobkultur entwickelt werden kann. Und damit fängt jeder Einzelne an und dann kann es auch weitermachen. Wertschätzung, eine Säule unserer Arbeit.